You and my friends would hang out on the weekend. Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Cydia App Review von mir. Und in diesem Video möchte ich euch die coole Cydia App iSounds vorstellen. Wenn ihr in iSounds reingeht, was ihr euch kostenlos aus Video geladen habt, könnt ihr verschiedene Soundeffekte für euer iDevice erstellen, in jeglicher Hinsicht. Das Ganze ist wirklich ziemlich simpel. Unter Store könnt ihr euch ganz coole Effekte laden, zum Beispiel hier Mac OS 9 oder Windows XP. Unter Others findet ihr auch ein paar andere Soundeffekte von anderen Repos. Ja, ich kann euch das Ganze mal zeigen, wie das aussehen würde, wenn ihr euch was runterladen möchtet. Jetzt kann ich mir hier mal das anklicken und dann sieht das so aus. Aber ich schließe das Ganze mal wieder und zeige euch stattdessen mal den Windows XP Sound. Ich muss einfach raufklicken und dann einmal schnell respringen und dann zeige ich euch. Ja, das ist der ganze Ton und es gibt auch noch ganz verschiedene andere, zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal nicht Siri öffnen, sondern zum Beispiel mal Ordner öffnen, dann kommt auch dieses coole Geräusch hier. Und das ist wirklich richtig cool, beim Notification Channel aber nicht. Also wenn ihr respringt oder so, macht das Ganze richtig coole Geräusche. Ja, das Ganze ist kostenlos von der Big Boss Repo, nennt sich iSounds. Und wem es gefällt, der kann es sich runterladen. Ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir auf Twitter, OS Apple Tipps. Und dann sehen wir uns halt im nächsten Video. Ciao!